Okay. Alles gut. Hier drüben ist auch noch einer. Können wir uns daran schleichen? Ich bin mir da wirklich nicht sicher. Okay. Inventarfähigkeiten. Wir schleichen einmal. Moment. Okay. Na, Fähigkeiten. Anschleichen unmöglich. Okay. Ich sehe schon, das Spiel macht es mir nicht wirklich einfach. Hier sind schon mal die ganzen Bramin. Der hat uns aber noch nicht wirklich in... Ja, na super. Na, so viel dazu. Okay. Der steht uns auch gerade wirklich schön mit dem Rücken entgegen, muss man sagen. Ja. Moment, Beta, komm mal ran, Stitch. Na. Na, jetzt runter weg. Ah, okay, Peter und Stitch, die sind beide auf aggressiv gestellt. Jawohl. Na, das war mal ein Kampf. 10 Erfahrungspunkte. Haben, glaube ich, alle erhalten. Achso, ja, wahrscheinlich. Na schön. Mann, das dauert ja ewig hier. Komm, steh mal. Achso, Fahrseite steht auf. Okay. Hier sind übrigens Bramin. Die sind verwundet. Die will ich jetzt nicht unbedingt angreifen. Die armen zweiköpfigen Kühe. Ups. Raider. Okay, nehmen wir mal mit. Kann ich dann später noch umsortieren, wie ich lustig bin. Oh, Moment, sind das nicht die Gefangenen? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Ich kann mich ja mal anschleichen. Entdeckt. Von wem denn? Achso, jetzt geht's aber. Gucken wir mal. Wir schleichen uns hier. Oh. Das könnte aber gefährlich sein. Habe ich denn Granaten dabei? Dann könnte man jetzt hier vielleicht irgendeine Aktion starten. Moment, ich stelle die Dame mal hier hin. Genau. Okay, ich habe die jetzt noch nicht wirklich im Blickfeld. Geht es hier nochmal weiter? Nee, oder? Also, hier haben wir natürlich noch einiges zu erkunden, aber ich glaube, wir müssen erst... Ah ja, wir müssen wahrscheinlich hier durch, genau. Okay. Dann schicken wir mal die Kollegen alle hier nach drüben. Stitch. Und sie könnte sich jetzt eigentlich theoretisch hier auch mal einschleichen. Verdammte Gefangene. Was zugegebenermaßen auch schon sehr riskant ist. Peter, Inventar. Hat denn irgendjemand Granaten dabei? Also, wäre zumindest gut zu wissen. Ich glaube nicht. Oh, wie gehen wir denn hier vor? Also wir können natürlich auch einfach reinrennen und dann alle abknallen. Das dürfte sogar funktionieren. Aber später stelle ich mir das dann, ehrlich gesagt, etwas schwieriger vor. Aber naja, da können wir dann einfach mal gucken, wie das Ganze abläuft. Den habe ich jetzt auch noch nicht im Schussfeld. Na komm. Nein, jetzt. Na, großartig. Ach du Heilige. Okay, ich frage mich jetzt nur. Die Fahrseite. Achso. Die können wir jetzt auch nicht wiederbeleben, oder? Nee, ich kann die Leiche durchsuchen, das ist natürlich... Mann, ich will jetzt nicht, dass die stirbt. Da hätte ich aber echt nochmal speichern sollen. Ah, Mann. Das ist doch blöd, wenn direkt im ersten Level dann... die Fahrseite
gestorben ist. Ach man, ich finde das blöd. Moment, wir speichern nochmal. Und zwar kann ich nochmal spielen, neu speichern. Ich sollte die mal benennen. Okay, da hat sich gerade mal das Spiel verabschiedet. Wo sind wir denn? Achso, hier. Ja, ich glaube, Farsight ist immer noch tot. Das ist natürlich, naja, ich sag mal nicht optimal. Ich heile mich gerade mal. Hab ich hier irgendwo. Moment. Stitch, der hat doch bestimmt noch was. Jawohl. Okay, dann geben wir gerade mal was an Peter rüber. Geht das? Jawohl. Achso, außer Reichweite. Ich wollte gerade schon sagen. Okay. Ja, das läuft hier gerade zugegebenermaßen nicht gerade optimal, aber wir gucken einfach mal, wie sich das entwickelt. Ich gebe dem jetzt einfach mal. Ich bin. Das ist echt noch sehr ungewohnt. Kann ich dem jetzt nicht einfach 5 geben? Ja, ne? Geht doch, ja. Peter, der soll sich mal heilen. Sehr schön. Und jetzt würde ich sagen, räumen wir hier mal auf. Ist natürlich schön, dass Farsight direkt. Naja. Eliminiert worden ist. Wie sind das hier? Das sind aber auch Dorfbewohner drin. Okay, der Kollege da hinten. Jetzt. Ja. Ich habe auch etwas Angst um die ganzen. Jetzt geh doch mal hier nach drüben. Die ganzen Dorfbewohner. Sehr schön. Sind auch hier Dorfbewohner, ne? Ja. Dorfbewohner. Okay. Mit denen wir aber jetzt hier auch nicht direkt reden können, leider. Hey, du bist süß. Na, das höre ich gerne. Aber ich bin hier mitten im Gefecht. Boah, das ist echt noch ungewohnt hier, die ganzen Charaktere. Ja, ist natürlich toll, dass Farsight jetzt tot ist. Eieiei, okay, nehmen wir mal alles mit. Passt zum Glück noch alles. Kann auch mal beide auswählen. Na komm schon. Sehr gut. Achso, da drüben ist noch einer. Das war's auch mit ihm. Nehmen wir das hier mal mit. Und untersuchen den hier. Mann, das ist jetzt aber echt ärgerlich, dass direkt, naja, unser einer Teamkollege eliminiert worden ist. Mehr als ärgerlich. Moment, ich mach mal kurz hier. Beide in die Richtung hier. Hier haben wir übrigens einen Brunnen. Ich find's echt schade, dass ich mir die Sachen nicht mehr ansehen kann. Also, klar, ist hier jetzt eben ein Strategierollenspiel. Was auch immer genau das heißen soll. Da ist noch einer drin. Ist eben schon, naja, ist eben ein Spin-off. Ist auch kürzer als Fallout 1 und 2. Dazu schon mal gesagt. Ach man, die können ja rüberschießen. Verdammt. Oh. Da wurden wir jetzt aber beide schön erwischt. Inventar. Hatte ich mich gerade nochmal. Okay. Und Peter. Gucken wir mal. Inventar. Heilen wir den auch nochmal. Sicher ist sicher. Okay, beide sind aggressiv eingestellt. Kommen wir da denn irgendwie rein? Nee. Na. Erwischt. Tür. Okay. Gehen wir rein. Bin ich mal gespannt, wie viel hier noch auf uns wartet. Also ich glaube, wir müssen hier wahrscheinlich einfach eins nach dem anderen die ganzen Raider hier erledigen. Sollten wir soweit schaffen. Okay. Man kann hier übrigens auch mit einem Level-Editor eigene Level erstellen. Finde ich auch sehr, sehr cool. Definitiv ein. Eine sehr nette Sache. Okay. Raider, den untersuchen wir gerade einmal. Oh, Schlagringe.
Sehr schön. Komm, nehmen wir alles mit. Kiste. Unser Inventar ist zum Glück mal groß genug. Okay, das nehmen wir auch noch alles mit. Kann ja später alles nur hilfreich sein. Abgeschlossen. Das frage ich mich natürlich. Achso, schon geöffnet. Ich glaube, wir haben nämlich noch den einen Schlüssel dabei. Sonst hätte ich einfach mal meine Fähigkeiten spielen lassen. Also eben war sie noch veröffnet. Geöffnet. Ja. Ist ja toll gelaufen. Die war doch, ich habe die doch eben geöffnet, oder irre ich mich da? Scheint schwer zu sein. Moment, er hat beim Öffnen, naja, 20% und Peter? Ah, 14%, na herrlich. Die beiden Herren, naja. Scheint schwer zu sein. Hatte ich die ihm nicht geöffnet? Ich bin irritiert. Kiste haben wir schon nachgeguckt. Raider haben wir auch schon durchsucht. Ich wollte aber noch mal kurz gucken. Hier übrigens ein Brunnen. Ich meine, die Bewohner haben wir eigentlich schon befreit, wenn ich mich nicht irre. Können hier noch mal gucken. Regal. Oh, sehr schön. Die kommen mir auch noch sehr bekannt vor. Der tote Raider, den wir schon durchsucht haben. Hier noch irgendetwas? Nee. Ich gehe gerade nochmal in dieses Zelt hier. Ich denke, wir müssen uns dann wahrscheinlich hier drüben noch durchkämpfen. Dann hier entlang. Und dann werden wir eigentlich schon mal durch. Wie gesagt, hier noch das erste Level. Dauert doch ganz schön. Weil ich hier aber auch eher noch am Überlegen bin, wie wir hier am besten vorgehen. Irgendwelche Kisten. Dorfbewohner. Mit denen können wir hier auch nicht direkt reden. Wir gehen mal hier lang. Der gute Peter steht ja noch hier oben. Kann er jetzt mal. Achso, die. Hä? Ich bin verwirrt. Na ja, komm, egal. Wahrscheinlich habe ich die Tür schon geöffnet gehabt und habe die dann versucht zu knacken, aber wie dem auch sei. Tut mir leid für diesen schrecklichen Fauxpas. Passiert mir ja sonst nie. Okay, was haben wir hier? Oh, okay. Einmal die beiden hier und der hier. Ja, ich bin ja echt schon ein bisschen am Überlegen. Ich versuche hier mehr oder weniger strategisch vorzugehen, nachdem meine eine Kollegin natürlich schon gestorben ist. Ich bin echt großartig. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Da hast du recht, Kollege, aber du hilfst uns hier auch nicht gerade weiter im Kampf gegen den Krieg. Naja, wobei wir ja eigentlich mit Waffen im Krieg kämpfen. Ich glaube, wir versuchen zumindest hier noch den Frieden zu bewahren, aber naja, man kann Waffen nicht mit Waffen bekämpfen. Wie man so schön sagt, das stelle ich mir auch eher schwierig vor. Moment, ich wechsle aber lieber mal eher auf Stitch. Schleichen. Ich speichere mal wieder zwischendurch. Schön speichern. Ich glaube. Ich habe den hier nur so blöd benannt. Ich glaube, ich muss einfach hier genau löschen. Dann kann ich hier nämlich Speichern drücken. Und den nennen wir jetzt einfach mal. Oh, cool. Ich kann hier sogar auswählen. Naja, das Spiel ist auch 2001 direkt für Windows erschienen. Fallout 1 und 2 sind ja eben noch für die. Also unter anderem eben für MS-DOS erschienen. Okay, wie nennen wir denn das? Nummer 1. Na, das klappt ja gut. Ich nenne es jetzt einfach mal 1. Kann ich die differenzieren? Okay. Das wird niemals funktionieren. Ja. Ja, ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Ja. Ja, komm, das passt so.
Na, das hat ja toll geklappt. Na, also. Naja, das hätte auch besser funktionieren können, aber ganz ehrlich, ihr kennt mich. Ich werde nie Profi werden in sowas. Okay, Stitch. Ja. Ja, ich nehme es jetzt einfach hier mal alles mit. Eisenrohr, natürlich. Können wir auch ein paar den Kopf einschlagen. Oh. Na, danke. Hat doch bestimmt irgendjemand das Scharfschützengewehr eingepackt. Von unserer lieben Kollegin, die gestorben ist. Ich bin echt ein Profi. Ja, wir müssen mal gucken. Jagdgewehr. Okay. Einmal kurz bücken. Naja, auf die Knie. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist denn der Kollege? Ah, da hinten. Ah. Sehe ich den natürlich nicht, weil er sich hier immer bückt. Ah, Mann, von hier aus erwische ich den auch nicht. Mehr als ungünstig. Nee. Aber der ist auch schon schwer verwundet. Oh, jetzt kann ich hier auch auswählen. Jetzt nehmen wir dann rechtes Bein. Kennen wir auch noch. Na. Ha. Körper. Okay. Moment, kann ich... Linksklick. Okay. Folgendermaßen. Ich heile mich nochmal kurz. Huh, Leute, das wird eine schwere Reise. Okay. Stitch sieht auch nicht mehr so frisch aus. Soll ich nochmal schleichen? Ja, das klappt jetzt auf jeden Fall gut. Ich untersuche den mal. Die Zeit habe ich ja. Null Problemo. Okay, Stitch, komm mal her bitte. Kollege. Ja, den werde ich definitiv treffen mit 0%. Habe ich jetzt auf Einzel hier gestellt. Folgendermaßen. Ich gehe einfach mal hier nach drüben. War hier nicht noch einer oder war das der von vorhin? Ah, ne, den erwische ich von hier aus auf jeden Fall nicht. Den auch nicht. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ja, doch, die... Die wissen, wo ich bin. Ah, Mann. Stitch muss hier mal aufpassen. Okay, ich schleiche mich mal mit Peter an. Da bin ich mal gespannt, ob das was wird. Naja. Okay, Kopfschuss wäre nicht schlecht, aber eher unwahrscheinlich. Na. Okay, Stitch. Boah, die machen mir auch echt wieder zu schaffen. Also ich bin da wirklich gespannt. Ich bin mir auch nicht sicher, wie das hier wirklich abläuft. Ob wir hier einfach von Level zu Level geschickt werden. Kann ich mir gut vorstellen. Na komm, Moment, wir laufen gerade mal mit dem ja hier lang. Okay. Boah, die Herren sehen auch nicht mehr so frisch aus. Okay. Stitch. Pump-Action-Gewehr immer noch ausgerüstet. Na, Moment. Nein. Ach Mann, die Kamera. Macht manchmal hier komische Sachen. Okay. Wir haben doch bestimmt noch... Oh, okay. 20 Medipacks. Jetzt haben die sich da auch... Ach du Heilige. Was ist denn los hier? Okay, Körper. Na jetzt. Jetzt geh mal hin. Geh hin, Kollege, und schieß. Oh,
Gottes Willen. Okay, das ist wirklich noch sehr ungewohnt, dass ich hier die ganze Zeit hin und her wechseln muss. Ich muss echt meine Angriffe besser planen. Okay, Stitch. Gucken wir hier mal. Nehme ich jetzt einfach mal alles mit. Okay, dann können wir hier wieder rein. Ich kann hier erstmal in die. Kann ich hier in die Kiste gucken? Ja. Dann macht er das mal. Was haben wir hier? Brandgranate. Ui. Das könnte doch ganz interessant sein. Gucken wir mal, wo ist die denn? Kurz ausgerüstet. Okay. Alles klar, Leute. Jetzt ist nur die Frage. Boah, ich speichere mal wieder. Spiel speichern. Hier noch im ersten Level. Wir haben uns jetzt nicht wirklich sehr weit vorbewegt. Ich gebe es ja zu. Okay. Hier entlang. Und der Stitch auch noch. Soll ich auch mal schleichen? Ich weiß nämlich nicht, welche Gefahren hier auf uns warten. Von daher schleichen wir einfach mal. Moment, beide auswählen. Haben wir hier irgendetwas Besonderes? Oh, da drüben sehe ich schon einen. Da oben ist eine Kiste. Ah, da können wir nach oben. Das wäre vielleicht für Peter keine schlechte Idee. Und Stitch. Kann man hier. Oh, da oben. Da ist einer. Ja, gut. Na. Das ist mehr als gefährlich hier. Ja, das war ich. Oh, Niederlage, du bist gestorben. Deine Kameraden werden den Kampf ohne dich fortführen müssen. Cooles Bild. Ja gut, komm, wir können nochmal laden. Kein Problem. Hier. Okay. Da oben war ein Gegner, das wusste ich natürlich nicht. Peter. Okay. Können wir dem jetzt nicht einfach mal Wanderklinge geben? Dann soll der sich einfach mal nach oben. Ups. Stehen lieber nicht. Schleichen. Und Stitch. Der soll mal irgendwo hier hingehen. Und auch schleichen. Genau. Okay, Peter. Was macht denn der Peter? Peter soll jetzt erstmal nach oben gehen. Ich wähle auch mal das Messer aus und dann gucken wir, was genau jetzt passiert. Hier drüben war noch einer. Heieieiei. Also hier muss man wirklich strategisch vorgehen. Und da bin ich jetzt nicht gerade der Beste für. Na, das klappt ja großartig. Jetzt geh doch mal näher dran. Was macht der denn? Also mich erwischt da anscheinend auch nicht. Ja, jetzt schon. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was Stitch gerade macht. Naja, das wird, glaube ich, nichts. Nee. Ich kann aber nochmal schnell laden. Okay, die 1. Eieieiei. Merke, wir gehen jetzt erstmal nicht nach oben. Schleichen, Peter. Schleichen. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, da oben wartet also jemand auf uns. Ah, jetzt. Ich gehe mal hier nach hinten. Ist irgendwas Besonderes? Also hier ist zumindest ein Gegner. Und hier wahrscheinlich auch noch weitere. Ich kann nicht zufällig. Nee, hier außenrum kann ich nicht schleichen. Wie ich den am besten überraschen soll, ist mir auch noch ein Rätsel. Und dem jetzt eine Brandgranate entgegenzuwerfen, ja, weiß ich jetzt nicht. Können wir natürlich bei dem Kollegen hier oben probieren.
Ah, die Sache ist die, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn wir hier mal vorankommen wollen, dann sollte ich einfach mal machen. Ich weiß, Leute. Ich gebe schon mein Bestes. Yay! Gut, dass der überlebt hat. Oh, okay. Stitch. Achso, das war. Ach, das war Stitch. Ich bin verwirrt. Nee, doch. Okay, da hinten ist noch einer. Aber Peter ist jetzt erstmal hier in der Ecke. Stitch. Ah, und ich kann jetzt quasi mehr Raider von hier ausfindig machen. Ich verstehe. Kämpfen halt von Papa gelernt. Das ist schön für dich. Kiste. Komm, nehmen wir auch noch alles mit. Langsam wird's voll. Ich kann mich hier auch mal hinlegen. Okay, also ja klar, den erwische ich von hier aus nicht. Wo ist denn jetzt der andere? Ach so. Ich habe mich auch gerade gefragt, ne? Hier, das Jagdgewehr. Das wäre doch sinnvoll, wenn ich damit oben wäre. Ach Mann, ey. Moment. Dann schleiche ich hier nochmal ganz leger nach oben. Ich bin mal so frei. Ja, der hat mich jetzt natürlich entdeckt. Na komm, gehen wir mal nach oben. Ja, mit einem Scharfschützengewehr bin ich hier oben schon mal besser aufgehoben. Wenn ich jetzt noch den Kollegen hier ausfindig machen kann. Au. Ach so. Nein, ich will nach oben, nach oben. Okay, Peter, bleib erstmal hier. Und Stitch schicke ich nach unten. Oh Mann, es gibt so viele Möglichkeiten. Wieso geht denn jetzt? Ich will ja mit Peter. Hallo, Peter, geh nach oben. Okay. Aufgepasst. Peter bleibt jetzt oben. Okay, und Stitch ist hier unten. Ist wieder der andere. Okay, Körper. Oh. Hahaha. Nein. Nicht gut. Ah, Mann. Ja, das ist nicht gut gelaufen. Okay. Der klettert dann also auch direkt nach oben und. Oh Mann. Also, ich finde das schon sehr cool, muss ich sagen, aber. Man muss hier irgendwie taktisch eben vorgehen. Heißt ja auch Fallout Tactics. Also. Ist ja schon. Liegt ja schon auf der Hand. Okay, dann tauschen wir hier mal die Position aus, Kollegen. Kann ich mal vorbei, bitte? Hier. Dankeschön. Okay. Dann. Jetzt muss ich doch noch den da oben töten, oder? Ach man, ey. Na schön, ich nehme mal wieder mein Messer in die Hand. Wo wahrscheinlich die Waffe echt effektiver ist. Okay, ab nach oben. Ja, okay, und der sollte hier schon mal stationiert sein. Ah, okay, Peter geht schon mal ab. Achso, das war schon. Das hat mal gut funktioniert. Mehr oder weniger. Jetzt kann ich nämlich hier einmal nochmal in die Kiste gucken. Mir den Inhalt schnappen. Hier nochmal hinlegen. Achso, jetzt muss ich wieder. Ah, Mann. Inventar. Ich brauche natürlich mein Jagdgewehr. Kann ich denn nicht? Ah, jetzt.
Mann, Stitch, jetzt greif doch den an. Ah, jetzt habe ich... Ah, weil ich den... Okay, mein Fehler. Mein Fehler hatte ich anders geplant. Okay, ja, Ruhe und Frieden, Krieger. Ah, Entschuldigung, ich bin noch... Das Kampfsystem, das muss man sich wirklich erstmal gewöhnen. Also, pass mal auf, Kollegen. Der geht erstmal hier hin. Peter geht nach oben, weil er das Scharfschützengewehr hat. Das hat auch soweit alles seine Richtigkeit. Dann Inventar. Dann gebe ich ihm jetzt gerade mal die... Geben wir einfach mal die hier.